kurzes Vorwort zu dem Film. Ich habe mich für das Sommersemester 2022 in Mainz an der Hochschule beworben für einen Film- und Medienstudiengang und musste mich deswegen einem ziemlich aufwendigen Bewerbungsverfahren unterziehen. Und die zweite Stufe war ein Beitrag zum Thema Freiheit und Sicherheit. Letztendlich habe ich 18 komplett verschiedene Menschen mit ins Boot geholt. Ganz, ganz, ganz liebe Menschen, bei denen ich mich jetzt hier schon bedanke, die mir ganz, ganz komplexe und tiefgreifende Fragen beantwortet haben. Und daraus habe ich innerhalb von 2 Wochen einen Film zusammengestellt, auf die Beine gestellt, kann man so sagen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was sie sagt. Vielleicht gibt es ja am Ende ein bisschen Feedback. Ich würde mich sehr, sehr über Meinungen und über eure Antworten von diesen Fragen freuen. Wie ihr das seht, was ihr von dem Film haltet. Aber jetzt ist mal genug mit Gelaber. Ich sag mal Film ab. Hey, was bedeutet Freiheit für dich? Wann fühle ich mich frei? Wann fühle ich mich sicher? Wow, was heißt denn das eigentlich für mich? Das ist sehr schwierig. Ich persönlich liebe es, mit der Kamera Momente festzuhalten oder Landschaften oder Stimmungen festzuhalten. Genauso mit Filmen Emotionen zu transportieren. Und ich gehe dafür jeden Tag so weit, wie ich nur denken kann. Manchmal frage ich mich, wo ist sein Ende? Kann ich so weit gehen, wie ich möchte? Ich kann jeden Tag dazulernen, jeden Tag etwas Neues lernen und das ausprobieren. Und eigentlich ist die einzige Grenze da meine Vorstellung. Wenn ich darüber nachdenke, bekomme ich so ein Gefühl, das sich schwer beschreiben lässt. Ich habe versucht, Definitionen dafür zu finden, aber mir ist aufgefallen, dass keine Definition genau meinem Gefühl entspricht. Und ich frage mich, ob das jedem so geht. Stimmen diese Definitionen nicht? Lässt sich das nicht definieren? Ich dachte mir, wenn sich das für jeden anders anfühlt, dann lässt sich das doch nur definieren mit ganz vielen anderen Menschen. Deshalb habe ich ganz spontan ein Projekt gestartet und habe ganz vielen wundervollen Menschen eine und dieselbe Frage gestellt. Was bedeutet Freiheit? Für mich ist Freiheit, wenn ich die Wahl habe. Fußball zu spielen, seine Meinung frei zu äußern, glauben, lachen. Dass ich wirklich alles erreichen kann, was ich mir vorgenommen habe und dabei nicht benachteiligt werde. Zu denken, zu fühlen, was ich möchte und auch häufig frei zu sein in meinen Entscheidungen. Etwas, das umfasst, dass ich alles sagen, denken, tun und sein kann, also ich, Lars. Dass mein Leben dadurch nicht eingeschränkt wird durch irgendwelche Vorschriften, sondern ich wirklich das tun und lassen kann, was ich will. Für mich ist Freiheit immer das tun zu können und das tun zu dürfen, auch auf was ich gerade Bock habe. Also das kann sich beziehen auf die Schule zum Beispiel, dass ich auf die Schule gehen kann, auf die ich gehen will. Oder auch, dass ich auf die Uni gehen kann, auf die ich gerade Bock habe. Manche wenige Menschen können für Freiheit eine sehr konkrete Definition finden. Freiheit ist für mich, wenn ich meine Hunde vor den Wagen spanne oder im Winter vor den Schlitten und durch den Wald saus mit ihnen. Da sind wir richtig schnell und wir sind in der Natur unterwegs und da habe ich den Kopf frei und bin einfach glücklich und fühle mich frei. Ich fühle mich frei, wenn ich unterwegs sein kann, wenn ich andere Dinge, andere Länder, andere Regionen sehen kann, andere Menschen treffen kann, wenn ich Fahrrad fahre, wenn ich in die Berge gehe und oben auf den Gipfeln stehe, wenn ich mit den Ski an die Skipiste runterfahre, da fühle ich mich frei. Wenn der Arbeitsalltag geschafft ist, der Haushalt erledigt ist, meine Kinder im Bett sind und ich einfach für 2 bis 3 Stunden mal nicht fremdbestimmt bin und einfach entscheiden kann, worauf ich jetzt Lust habe. Draußen unterwegs sein, Fahrrad fahren, reisen, Nordlichter sehen und dann nach Hause kommen, das bestimmt fühlt sich Freiheit so auch an, aber das sind Beispiele und keine vollständige Definition.
Ich kann natürlich mir überlegen, ich gehe allein in den Wald oder was ich jetzt gerade mache oder was mir gerade ein bisschen Spaß macht. Ich gehe in die Stadt ein bisschen einkaufen. Aber ich muss eigentlich immer bei dieser Freiheit denken, schade ich jemand oder ist es schlecht für die Gesellschaft oder mache ich es, ist es okay? Freiheit ist für mich nicht nur so dieses typische Freisein, sondern Freiheit ist eigentlich so vieles. Freiheit ist auf andere Gedanken kommen, Gedanken loswerden oder vielleicht auch mal einfach gar nichts denken. Alles auf dieser Welt ist vergänglich und veränderbar. Ich denke, man sollte das verinnerlichen und begreifen, weil nur dann ist man wirklich in der Lage, die Freuden des Lebens zu erleben und wahrzunehmen, und zwar ohne Vorurteile, Furcht und Zukunftsängste. Wenn also Freiheit sich im Kopf abspielt und alles veränderbar und vergänglich ist, dann muss man doch so viel Freiheit haben, wie man sich nur vorstellen kann, oder? Leider fällt mir bei Freiheit dann immer wieder auf, dass relativ viel von dem, was wir in der Schule lernen über Freiheit, worin wir frei sind, Dinge zu tun, eben nicht zutrifft. Ich bin nicht in der Lage, meinen Wohnort frei zu wählen, wenn es in meiner Lieblingsstadt keinen Job für mich gibt. Ich bin auch nicht frei darin, die Ausbildung auszuüben oder zu erlernen, die ich gerne möchte, wenn mein Schulabschluss maßgeblich von dem Geldbeutel meiner Eltern abhängt. Freiheit ist, glaube ich, auf jeden Fall auch immer darin begründet, dass man die Entscheidung, etwas zu tun, frei trifft. Ohne dass ich mich dafür rechtfertigen muss oder dass mir jemand abverlangt, dass ich das ändern muss oder einschränken oder so und so machen muss und nicht so, wie ich das gerne hätte, wie es meinem Innersten, meinem Herzen idealerweise entspricht. Da merke ich sofort, da ist ein Dilemma, weil wenn ich etwas für wertvoll erachte, dass es meiner Freiheit entspricht, dann heißt das noch längst nicht, dass da jemand im Außen das genauso sieht. Und vielleicht fühlt derjenige, diejenige sich dann auch gar nicht mehr sicher oder gut dabei. Und da bin ich schon bei dem anderen Begriff, Sicherheit. Das kollidiert unweigerlich oder gehört zusammen. Lässt man sich die Zeit und denkt einmal ausführlicher drüber nach, dann fällt einem auf, dass die Freiheit irgendwo natürlicherweise beschränkt ist und man nicht unbegrenzte Freiheit haben kann. Meine Freiheit als Mensch ist nicht grenzenlos. Was ich tue oder lasse, hat immer Auswirkungen auf andere Menschen. Mir soll es gut gehen, dazu habe ich Fähigkeiten und Fertigkeiten geschenkt bekommen. Der Maßstab für ein gutes Leben ist aber genauso das Wohlergehen der anderen. Da ich nicht alleine lebe, sondern in einer Gesellschaft, geht es für mich um eine individuelle Freiheit. Aber diese Freiheit muss ich allen anderen auch zugestehen. Das ist nur mit der Sicherheit verbunden. Ich bin nicht alleine in dieser Gesellschaft. Freiheit und Sicherheit. In der Freiheit schwingt also noch ein Begriff mit. Aber wie viel haben die miteinander denn zu tun? Die Sicherheit ist für mich ganz eng verbunden mit der Freiheit. Und in meinen Augen funktioniert die Freiheit eigentlich auch nur mit der Sicherheit, dass es diese Freiheiten dauerhaft gibt. Also ganz klar bedeutet für mich Sicherheit und Freiheit, die schließen sich weder aus, sondern ganz im Gegenteil, sie bedingen einander. Gerade wenn ich es jetzt im gesellschaftlichen Kontext betrachte, dann sind Sicherheit und Freiheit Dinge, die immer Hand in Hand gehen müssen. Ich finde, es ist ein Paar, bei dem beide Partner sozusagen sich oftmals gegenseitig bedingen, aber auch manchmal, wie gesagt, auch Widerstreit miteinander. Es gibt also in jedem Stück Freiheit auch ein Stück Sicherheit. Und in jedem Stück Sicherheit und Freiheit ist irgendwo eine Grenze. Aber ich fange mich langsam an zu fragen, was Sicherheit bedeutet. Für mich ist Sicherheit ganz viel. Für mich ist Sicherheit fast bedeutungslos. Sicherheit ist also auch etwas total Persönliches und Individuelles. Jeder wertet es anders,
Jeder sieht es anders und für jeden fühlt es sich anders an. Für mich ist Sicherheit, ein schönes Zuhause zu haben, wo man sich wohlfühlt, Freunde zu haben, mit denen man lachen kann, mit denen man weinen kann, mit denen man sich streiten kann. Ganz klar Familie. Wenn ich bei meiner Familie bin, weiß ich bin sicher. Wenn ich zu Hause bin, weiß ich bin sicher, es passiert einfach nichts. Dass ich das Gefühl habe, ich kann so leben und so durchs Leben gehen, ohne ständig Angst haben zu müssen vor irgendwelchen Sachen, egal ob jetzt vor irgendwelchen übergeordneten, autoritären Institutionen oder auch von Umwelteinflüssen oder privaten Einflüssen. Dass ich mich wohl und geborgen fühle und dass ich weiß, dass Leute hinter mir stehen, die mich auffangen und mich unterstützen, wenn ich sie brauche. In politischer Hinsicht finde ich, dass Sicherheit eben auch bedeutet, dass man nicht verfolgt wird, dass man einfach seine Meinung äußern kann, seinen Standpunkt vertreten kann. Dass ich nicht einfach jetzt in der Stadt erschossen werden kann. Diese Sicherheit, die bei uns, glaube ich, anders ist, zum Beispiel als in den USA. Wenn ich in mir einen Ort der Freiheit habe, dann bedeutet es auch, dass ich mich sicher fühle. Und wenn ich in einer äußeren Freiheit lebe, zum Beispiel in einem demokratischen Staat, dann kann ich mich trotzdem unsicher fühlen. Nur weil ein Polizist neben mir steht, fühle ich mich nicht sicher. Im Gegenteil. Nur weil Bundeswehrsoldaten plötzlich in den ganzen Zügen fahren, fühle ich mich nicht sicher. Im Gegenteil. Und wenn ich mir angucke, wie die Situation in den Krankenhäusern sind, wie wenig Personal dort arbeitet, wie wenig die verdienen und wie sehr die am Limit sind, fühle ich mich nicht sicher. Es gibt eine innere Sicherheit und alle anderen Sicherheiten, seien es materielle, finanzielle, emotionale Sicherheiten. Und meiner Auffassung nach ist Sicherheit nichts Temporäres, sondern ist sicher, ja. Und da gibt es eigentlich nur eine weltliche Sicherheit. Und zwar ist das die Sicherheit des Todes des physischen Körpers. Wenn man einmal versucht, all diese Gedanken in einer Definition zusammenzufassen, dann kommen Sätze voller Gegensätze raus. Seitenlang. Voller Erfahrungen, voller Gefühle, voller unterschiedlicher Möglichkeiten, voller verschiedener Perspektiven. Und trotzdem würde es immer noch Menschen geben, die sich dabei nicht angesprochen fühlen. Dabei ist dieses Gefühl wohl ein Verhältnis zwischen zwei Begriffen. Mein Ausweiten der Freiheit, der Erwartung, dass das toleriert wird, dass das akzeptiert wird, dass das vielleicht anerkannt wird, bedeutet ja auch im Umkehrschluss, dass ich vielleicht jemand anderen damit brüskiere, einschränke, verletze, I don't know. Ich nehme mal ein banales Beispiel. Mit meiner kleinen Tochter wir haben uns gegenseitig die Fingernägel rosé lackiert und es war ein total cooles Gefühl. Bin raus auf die Straße, in die U-Bahn und fand das cool, fand das geil. Hätte ich mir früher gar nicht träumen lassen als Jugendlicher. Und vielleicht haben sich andere Menschen davon, hat das vielleicht für die einen Impact gehabt und hat die jetzt gestört. Und das ist ja wirklich ein ziemlich slight nur für das, was ich anderen vielleicht zumute mit der Inanspruchnahme meiner Freiheit. Also, aber da fängt es ja schon an. Vielleicht ist da mehr als nur so ein Ziff, was hat denn diese Person jetzt da mit ihren Fingernägeln gemacht und was ist denn mit dem los? Und so, super banal. Und das ist ja nur was ganz, ganz, ganz Leichtes. Und wie sehr darf ich mich anderen zumuten mit meiner Freiheit, die ich in Anspruch nehme? Letztlich ist es hochphilosophisch am Ende und jeder muss es für sich selber lösen, wie viel Freiheit er braucht, wie viel Sicherheit er möchte. Das stimmt. Letztendlich ist es ein total individuelles Thema und gleichzeitig auch ein hochphilosophisches Thema. Jeder muss das für sich selber ausmachen, aber ich finde, jeder muss es auch mit sich selber ausmachen und sollte sich zumindest einmal persönlich mit diesem Thema beschäftigen und drüber nachdenken.
Denn tatsächlich zum Thema Selbstsicherheit gibt es nur eine einfache Sache zu sagen. Freiheit und Sicherheit muss man im Inneren erlangen, um es nach außen tragen zu können.